Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger. Zunächst einmal freut es uns, dass die von uns im Januar beantragte Aktuelle Stunde Überwachung löst keine Probleme, Sofortprogramm zur Deradikalisierung starten, die Koalitionsfraktion offenbar zum Nachdenken gebracht hat. Wir begrüßen, dass in Ihrem Antrag viel von Prävention, Bildung und Deradikalisierung die Rede ist und nicht so viel von Überwachung. Denn wie ich schon im Januar sagte, führen nicht nur unserer Meinung nach repressive Maßnahmen und pauschale Überwachung erst recht zur Radikalisierung. Es scheint so, als würde diese Erkenntnis auch allmählich bei Rot-Grün reifen. Ich darf zitieren aus dem Antrag: Der verfassungsfeindliche Salafismus als gesellschaftliches Phänomen lässt sich allein mit repressiven Mitteln nicht eindämmen. So steht es da, und nichts anderes habe ich im Januar schon gesagt. Aber auch wenn wir die Grundrichtung Ihres Antrags begrüßen, so hält er doch Passagen, die mich zweifeln lassen, ob Sie wirklich gut zugehört haben. So bestehen große Teile des Antrags aus Jubelpassagen über Maßnahmen der Landesregierung, wo diese Maßnahmen erst angelaufen sind und ihre Wirksamkeit noch gar nicht bewiesen ist. Das meine ich insbesondere über das Programm Wegweiser und das Ausstiegsprogramm des Verfassungsschutzes. Die Kollegen aus den Oppositionsfraktionen haben das oft schon angemerkt. Staatlichen Ausstiegsprogrammen, Aussteigerprogrammen müssen wir grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen. Der Staat kann hier gar keine notwendige Vertrauensposition auf Augenhöhe einnehmen. Das gilt insbesondere dann, wenn der Verfassungsschutz ins Spiel kommt. Der Verfassungsschutz als Geheimdienst soll allen Ernstes potenzielle Informationsquellen zum Aussteigen bewegen. Das kann gar nicht funktionieren. Leider lassen Sie die bestehenden zivilgesellschaftlichen Aussteigerprojekte wie Hayat in Ihrem Antrag außen vor und erwähnen sie nur am Rande. Ich frage mich wirklich, warum. Herr Körfges hat zwar eben in seinem Redebeitrag versucht, etwas dazu zu ergänzen, aber ernst zu nehmen, denke ich, ist das nicht, weil sonst stände es doch wohl im Antrag. Sie ignorieren also, dass es seit 10 oder 15 Jahren sogar schon zivilgesellschaftliche Kräfte gibt, die Ausstiegsprojekte halt im Bereich des Islamismus, Salafismus anbieten. Unser Rat lautet weiterhin: Lassen Sie den Verfassungsschutz außen vor. Das haben wir in unserem Entschließungsantrag so vorgesehen und bitten da um Ihre Zustimmung. Leider lassen Sie auch die präventive Arbeit im Internet völlig unerwähnt. Das erwähne ich nicht deswegen, weil es als Pirat dazugehört, das Netz zu erwähnen. Ich erwähne es deswegen, weil ein Großteil der Propaganda- und Rekrutierungsarbeit gewaltbereiter Salafisten und des IS natürlich im Internet passiert. Erfolg haben die Dschihadisten nach Einschätzung von Hayat deswegen, weil sie es verstehen, die modernen Medien zu nutzen. Mit anderen Worten, es wird nicht nur in der Hinterhofmoschee rekrutiert, sondern ganz verstärkt im Netz, auf Facebook und YouTube. Wir brauchen daher nicht nur die Präventionsstrategie auf einer institutionellen Ebene, wie im durchaus begrüßenswerten Dialogforum Islam, sondern auch direkte persönliche Ansprache. Und dazu gehört in erster Linie das Netz für die Jugendlichen. Mit anderen, wir vermissen das in Ihrem Antrag völlig. Den Antrag können wir auch natürlich nicht getrennt vom Nachtragshaushalt beraten. Frau Schäfer hat das schon ins Spiel gebracht. Wir sehen diesen Antrag als Feigenblatt von Rot-Grün, dass er ablenken soll, dass mit Terrorangst wieder einmal die Sicherheitsbehörden ausgebaut werden, der Verfassungsschutz zur geheimen Internetüberwachungsbehörde ausgebaut wird. 25 weitere Stellen sind vorgesehen für Überwachungsspezialisten und mehr Geld für Geräte und Ausstattung für die Behörde, an der das erste NPD-Verbot 2003 gescheitert ist. Nicht ein einziger Euro für Prävention, sondern nur die Forderung an die Landesregierung, ein Konzept zu erarbeiten. Das ist lächerlich. Deshalb werden wir hier nicht zustimmen und bieten mit unserem Entschließungsantrag eine Alternative. Dankeschön.